Ich habe einen Geheimtipp für euch. Geht auf Wikisana. Wenn ihr mehr über Ganzheitsmedizin erfahren wollt, dann macht das. Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Vor 2-3 Jahren hatte ich hier einen herausragenden jungen Arzt zu Gast, mit dem ich über das Strophantin geredet habe, aber auch über die personalisierte Krebstherapien. Dieser Arzt, wirklich herausragend in dem, was er macht, für mich ein richtiger Brückenbauer zwischen der reinen Schulmedizin und der Ganzheitsmedizin, war es mir heute einfach nochmals ein Verlangen, ein Bedürfnis, ihn nochmals einzuladen, um mit ihm über diese insbesondere über die personalisierte Krebstherapie zu sprechen. Er ist heute da und nach dem Intro stelle ich Ihnen vor und zeige Ihnen, wer es ist. Bis gleich. So, und da sind wir wieder und jetzt darf ich meinen Gast auch zeigen, Dr. Med. Joachim Ahlers. Ganz herzlich willkommen, lieber Joachim. Schön, darf ich hier sein. Ja, die Zeit läuft. Ja, schön, dass du wieder da bist. Echt cool. Super. Nur, heute verstehe ich ein bisschen mehr als vor 3 Jahren, als ich dich interviewt habe. Da hast du mich schon auf eine Reise mitgenommen, die ich ein bisschen was verstanden habe, heute mehr. Und ich möchte einfach nochmals da hineintauchen, wie bedeutsam und es wichtig es ist für jeden Krebspatienten, nicht nur einen 0815-Weg einzuschlagen, sondern einen personalisierten, individuellen Weg. Und da möchte ich dich bitten, nimm uns nochmals an die Hand und mit auf die Reise, sag uns, wie das geht. Jawohl, es ist ja wichtig, wir haben die schulmedizinische Diagnostik und Therapie, wo aber viele Dinge im detaillierten Bereich etwas auslässt. Resistenzfaktoren oder wenn man sagt, hey, ich möchte personalisiert etwas wissen, dann ist das in der schulmedizinischen Diagnostik eher statistisch. Das ist ein großer Unterschied. Und da setzen wir eben an, gerade auch mit der RGCC-Diagnostik. Mhm. So. Und das ist ganz wichtig, denn wenn in der schulmedizinischen Wissenschaft zum Beispiel eine Tumortherapie, eine neue, erprobt wird, dann wird in der Regel Chemotherapie XY mit Chemotherapie Z verglichen, oder? Und dann wird geschaut, wie viel Prozent reagieren vielleicht besser auf diese neue Variante. Aber keiner wird dir vorher sagen können, ob du nicht durch das Raster fällst und bei den 10% oder so bist, wo es eben nicht ganz so gut funktioniert. Das nennt man statistische Konsequenz. RGCC-Tests sind so konzipiert, dass sie dein eigenes Blut untersuchen und eben auch auf deine eigenen Tumorzellen hinaus Aussagen treffen können. Und dann bekommst du auch ganz personalisierte Empfehlungen und Auswertungen. Also dann heißt es auch, welche dieser 10 möglichen potenziellen Chemotherapien ich machen sollte und wie viel oder Ganzkörper oder nur punktuell und. Ja, also man kann mit den RGCT-Tests sowohl in der schulmedizinischen, medikamentösen Welt alles austesten auf dein personalisiertes Blut hin, alle Chemotherapieklassen, auch alle Unterchemotherapiearten, sei es, wenn du liposomale Varianten nimmst oder wenn du mal schauen möchtest, hey, funktioniert vielleicht die Zweit- oder Drittlinientherapie besser? Ja, kann ja bei dem einen oder anderen sein. Oder wenn ich jetzt ein Chemotherapieprotokoll haben möchte, das aus 4 verschiedenen Chemotherapiearten besteht oder in Kombination, sind denn auch alle wirklich für mich so richtig effizient? Man redet von einer richtig guten Ansprechrate über 75-80%, wo deine Tumorzellen in den programmierten Tumorzelltod auf die medikamentöse Gabe hingeschickt werden. So. Und dann will ich da einfach nicht 20-30% stehen haben. Ja. Das ist etwas, wo ich zum Beispiel auch in der Vergangenheit einen Tumor rausgefunden habe bei meiner Mutter. Ja. Da waren wir im Hodgkin-Lymphom-Bereich. Also wie hast du es herausgefunden? In der Früherkennung, schulmedizinische Diagnose oder dieser RGCC-Test? Beides. Ich bringe es auf den Punkt. Meine Mutter hatte über einen kurzen Zeitraum, und da reden wir in der schulmedizinischen Klassifikation von 6 Monate, deutlich über 20 Kilogramm verloren. Und hat das mit der Umstellung kurz vorher auf Veganismus erklärt. Mhm. Mein Bruder ist auch
Arzt und wir zwei haben uns dann schon Gedanken gemacht. Aber haben dann natürlich geschaut, dass wir dann auch, sie lebt in Deutschland mit einem schulmedizinischen Professor dort. Ich habe die Check-up-Analysen gemacht, habe gesehen, hey, indirekte schulmedizinische Tumormarker und jetzt auch direkte sind erhöht. So, jetzt schauen wir, dass wir dort lokal, wo du wohnst, dann auch jemand finden, wo dann eben auch die Bildgebung und all das jetzt einmal macht. Und siehe da, dann haben wir natürlich vergrößerte Lymphknoten und andere Sachen gefunden, wo dann eben nicht die reine Ernährungsumstellung auch das war. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben die RGCC-Analyse umfangreich gemacht, haben geschaut, was für Sie persönlich am besten funktioniert in der schulmedizinischen, medikamentösen Bereich und aber auch mit den natürlichen, biologischen, sei es Kurkuma, Ingwer, Weihrauch, Quercetin und was es alles gibt. Das zeigt dieser Test auch. Sehr umfangreich. Wirklich? Sehr, sehr umfangreich. Also nicht nur den Heilungsweg über schulmedizinische Barometer, sondern auch über naturheilkundliche Wege. Richtig. Es gibt den natürlichen Bereich. Das sind etwa 60, 70 Parameter, wo man dann auch wirklich sieht, hey, in der Regel in Kombination mit der Schulmedizin, wo kann sich das idealerweise ergänzen? Ja, wo habe ich mit Vitamin C oder gar mit Vitamin B17, Amygdalin oder andere Sachen wirklich noch tumorzelltoxisch etwas, wo direkt angreifen kann oder über indirekte Pathways, Kurkuma oder andere Dinge, wo vielleicht auch über Hemmung der Gefäßeinsprossung in den Tumor, sodass er weniger Nährstoffe bekommt, wirklich dann auch einen natürlichen Ansatz braucht. Aber das haut mich jetzt wirklich kaputt vom Stuhl. Wieso macht das nicht jeder? Das ist doch, wenn ich jetzt das höre von dir und wir haben da draußen so viele betroffene Menschen, dann muss doch jeder wissen, wie viel Register er ziehen kann, um optimalst sein Milieu in Ordnung zu bringen. Es ist etwas, wo wir natürlich wissen, dass Leitlinien erst verändert werden im schulmedizinischen Bereich, meist nach 10, 15 Jahren. Und das muss dann natürlich auch alles anerkannt sein. Hier haben wir etwas, wo von Onkologen, Molekularbiologen geprüft wird, ausgetestet wird von State-of-the-Art-Labordiagnostik und Instituten, wo sogar auch in der Schweiz sesshaft sind. Und das ist etwas, wo dazugehört. Leider ist es noch nicht in den Leitlinien drin, aber es ist fundierte Diagnostik und die gehört dazu. Aber das ist ja für mich ein Nobelpreisträger. Der müsste ja, ich meine, wenn ich das alles auflege, was jetzt genau auf mich spezifisch richtig ist, ich kriege Kurkuma, ich kriege dieses, ich kriege jenes und vielleicht noch punktuelle Chemo und zwar nicht irgendeine, sondern die genau auf meinem Tumor bezogen am besten reagiert, dann ist doch das eine heldenhafte Therapie zum Wohle des Patienten. Es ist personalisiert und es ist sicherlich deutlich besser. Wir sehen, dass in den vielen Fällen auch die schulmedizinischen Leitlinien häufig gut funktionieren, aber eben längst nicht bei allen. Längst nicht bei allen. So. Und die filter ich komplett raus und kann dann auch mit den Onkologen in Kontakt treten im interdisziplinären Dialog und in der Regel fasse ich dann auch nochmal diese umfangreiche Testung zusammen, wo sehr vielschichtig ist und gehe dann in eine Videokonferenz und dann besprechen wir das miteinander. Das heißt, du bist eigentlich die Dreh- und Angelscheibe zwischen Patient und anderen Therapeuten, die du mit einbeziehst in den Genesungsweg des Patienten. Ich bin eine Zweitmeinung und ein, ich denke mal, versierter Internist, der in seiner Ausbildung, vor allen Dingen auch in der Radiologie, Bildgebung und in der Onkologie unter jeweiliger Professorhand auch gedient hat. Und in dieser Kombination ist das bei den meisten Allgemeinmedizinern sehr selten. Das heißt, ich habe ein gewisses Grundverständnis, sehe mich aber in erster Linie als Anwender. Das heißt, natürlich ist der Onkologe schon noch der Manager von der Tumorerkrankung und ich bin ein großer Verfechter, dass man auch im Team dann wirklich dem Patienten Mehrwert gibt, wenn er dann von verschiedenen Bereichen dann einen Berater hat. Und da bin ich natürlich im Bereich der Mikronährstoffe und im Bereich der erweiterten Diagnostik auch versiert. Und nicht zuletzt haben wir auch die Ärzte von RGCC, wo man dann auch im Dreieck und im Dialog das Beste für den Patienten dann vorschlagen kann. Ja, ich habe sehr viel verstanden, was du gerade gesagt hast. Wiederum, aber nochmal, wenn ein Patient beim Onkologe landet, und da möchte ich jetzt nicht wahnsinnig viel Blumen zu den Onkologen werfen, weil sie einfach einen schulmedizinischen Weg kennen,
gelehrt haben, gesehen haben, wie erfolgreich sie sind, in Anführungs- und Schlusszeichen, und sie wissen nichts anderes und sie tun ihr Bestes. Aber wenn man ein bisschen schaut, woher ein Krebs kommt, das Milieu, die Ursache, der Stress, ein Trauma und, wird ja das alles überhaupt nicht betrachtet, sondern es geht ja nur, diesen Krieg müssen wir jetzt gewinnen. Jawohl. Gut, aber du bist ja außen vor und jetzt holst du eine individualisierte Form herein und kannst dem Onkologen sagen, nimm dieses Chemomittel, mach jenes. Also bist ja du eigentlich die Dreh- und Angelscheibe, die eigentlich den Patienten an der Hand nehmen muss und sagt, hey, wir kriegen das schon hin, wir müssen aber ein paar Baustellen miteinander angehen, oder? Ja, ganz so einfach ist es nicht. Man muss mit viel Weisheit an diese Sache rangehen. Der Onkologe ist, es sind meist sehr, sehr gute Ärzte im diagnostischen Bereich, sind sehr versiert ausgerichtet. Und ich bin wirklich der Meinung, dass nicht jeder nur Scheuklappenmechanismus hat. Ja, sie sind natürlich aus unserer Sicht sehr limitiert, weil sie auch eine Geschäftsführung über sich haben, meist Angestellte sind und nicht selbstständig. Und es geht um viel Geld, oder? So, das ist natürlich dann etwas, wo man sich dann einfach auch im Off-Label-Therapiebereich oder auch fernab von einer sich sonst sicher gewegten, sicherer Leitlinie, davon muss man etwas dann abweichen. Aber eine Leitlinie ist dafür gedacht, dass man einen roten Leitfaden hat und genau weiß, wann man abweicht und das begründen kann. Und dazu dient dann auch so ein Test. Das heißt, es muss eine gewisse Basis dafür sein. Man kann das begründen. Mhm. Ich hatte schon Onkologen, die offen dafür waren, die das auch mitgenommen haben, sich wirklich durchgeschaut haben und damit dann zur Krankenkasse gegangen sind und haben gesagt, oder auch dann entsprechend einen Antrag gestellt haben, dass hier die Zweit- oder Drittlinientherapie übernommen wird. All solche Dinge gibt es. Es braucht ein gewisses Gespür, dass man im Team zusammenarbeitet. Es braucht Ärzte, auch Onkologen, die dann Eigeninitiative haben und sicherlich auch wissen, wo sie stehen. Nicht zuletzt, wenn es um das ganze Nebenwirkungsmanagement geht von den Chemotherapien, sind natürlich auch die Onkologen deutlich besser. Die haben einfach das Wissen darum. Es kommen fast monatlich neue Medikamente auf den Markt. Da muss man richtig dranbleiben. Es braucht immer noch den Onkologen. Ich will ihn weder in den Himmel loben, noch in den Boden stampfen. Ich bin ein großer Teamplayer. Und ich glaube, wenn man das auch so rüberbringt, dann kann man als Integrativmediziner, als ganzheitlicher Mediziner, auch in Zusammenarbeit mit den Onkologen sehr viel erreichen. Gerade wenn die Onkologen verstehen, dass man ein gewisses Grundverständnis hat, dann hat man deren Herz auch schon erreicht. Okay. Das wollte ich nochmal an dieser Stelle erwähnen. Ja, danke auch. Ich meine, ich bin da vielleicht ein bisschen emotional da drin, ja, weil ich manchmal das Gefühl habe, man müsste Patienten schützen vor dem Onkologe. Ja. Der sehr oft auch mit sehr viel Druck sagt, morgen habe ich gerade noch eine Operation frei, du musst morgen schon operieren, du hast jetzt keine Zeit mehr, dir lange Gedanken zu machen. Und wenn du es nicht machst, dann bist du selber schuld, dass du stirbst. Und das sind Dinge, die kann ich einfach nicht hören. Das kann ich auch nicht mehr hören, dieses pressierende, etwas, manchmal sagt man, etwas pushy sein. Gerade in der Schweiz mögen wir das eigentlich nicht. Wir wären selbstbestimmt, oder? Man muss den Onkologen auch zugute halten, dass sie natürlich in der Regel nur dieses Patientenklientel sehen und schon vieles erlebt haben. Ja, klar. Das heißt, wir dürfen uns selber Gedanken machen, in welcher Position steht der Onkologe. Und ein paar Wochen oder gar ein paar Monate, ausgenommen vielleicht beim Pankreaskarzinom, hat man eigentlich immer, das ist jetzt etwas, wo ich jetzt mal pauschal sage, aber zumindest kann man sich zurücknehmen und erstmal Revue passieren lassen und dann schauen, ob man dann auf die Empfehlung eingeht. Wo ich noch ein kleines Problem habe im Kopf drin ist, der Patient hat einen Verdacht, 20 Kilo abgenommen, oder? Ja. Kommt zum Arzt, der Arzt hat gesagt, geh mal zum Onkologe, ich habe da einen Verdacht. Jetzt ist man beim Onkologe und er verifiziert, es ist so. Ja. So, und jetzt geht der Onkologe natürlich mit dem Patienten den Weg. Du als ganzheitlich denkender Arzt, wo das weiß, es gibt so einen herausragenden Test, der, wenn ich ihn machen würde, dem Onkologe sehr dienlich wäre und dem Patient. Wie kommt der Patient, das Betroffene, noch in die Chance, diesen Test zu machen, damit der Onkologe noch individueller meine Therapie macht? Vielleicht ist eine Grundinformation, dass man von der Blutentnahme etwa 2 Wochen braucht, bis die Ergebnisse komplett da sind.
Ja, die werden also im Labor werden die angeschaut nach Qualität und Quantität und wird geschaut, ist das gut, und dann kann man die ganzen Tests machen. Das heißt, sowohl wenn man Strahlentherapie als auch Chemotherapie Operation hinter sich hat, kann man das machen, aber auch wenn man ganz am Anfang steht und gerade die Diagnose bekommen hat, kann man das machen, ist in der Regel sogar noch etwas besser, weil dann hat man viel mehr Weisheit aus beiden Welten, um eine Entscheidung zu treffen, welche Therapie lasse ich über mich ergehen, oder? Aber da muss ich als Betroffener letztendlich gebildet sein und wissen, dass es diesen Test gibt, was ich ja bis heute auch nicht wusste. Ja, es ist natürlich so, das Wissen darum, dass dieser Test existiert, das ist ganz entscheidend. Deswegen machen wir natürlich auch dort in der Netzwerkarbeit und unter Ärzten und über Kongressen, ich sag mal, nicht nur Werbung dafür, sondern sagen einfach, hey, das gibt es. Solche Tests, ich kenne gerade in Deutschland einige C2-Professoren mit Lehrstuhl an onkologischen Unis, die das auch selber nutzen und die auch das erst bei ihren Verwandten und Bekannten selber zusätzlich durchführen müssten, würden, bevor sie diesen Entscheid treffen. Das ist dann aber natürlich etwas, was sie nicht laut sagen. So. Aber man hat auf jeden Fall viel mehr Erkenntnis und kann noch viel detaillierter aussortieren, was ist für mich persönlich vielleicht jetzt die beste Variante. Wenn ihr Brustkrebs, Prostatakrebs, Darmkrebs, Magenkrebs und ist jeder Krebs, hat einen anderen Test, der damit auch individueller die Aussagekraft abgibt? Ja. Aha. Ja, also sagen wir mal so, mal angenommen, du bist jetzt mit einer gewissen Kilogrammanzahl gesegnet, eine gewissen Größe, bist männlich, bist verheiratet, hast einen gewissen Immunstatus, hast gewisse Resistenzfaktoren und hast ein, mal angenommen, Gott bewahre, Prostatakarzinom. All die vorgenannten Punkte stimmen nicht mit dem anderen Patienten zwingend überein. Trotzdem wird er, wenn er männlich ist, einen gewissen Alter und Prostatakarzinom hat, statistisch gesehen dann in die gleiche Leitlinie wird ihm dann als Therapieempfehlung zugesprochen. Aber das heißt nicht, dass er gleich empfänglich ist oder gleich verträglich für diese Therapien, wie zum Beispiel Chemotherapie ist. Und das ist, dieses Individuelle ist mir in der Schulmedizin noch zu wenig und manchmal gar nicht vorhanden. So, und da setzt dann auch eben RGCC an. So, und dann kann man das in Zusammenschau der Befunde mit viel mehr Weisheit und Kraft so einen Entscheid treffen. Und dann ist es auch häufig etwas, wenn die Patienten sehen, ja, diese und jene Chemotherapie, wo sie vorher sehr skeptisch waren, zu Recht auch, weil es meist Nebenwirkungen macht, dass sie dann aber auch einen Anhalt haben, hey, wir gehen stark davon aus, dass das auch gut anspricht, die Nebenwirkungen oder das Opfer, was ich da durchgehe, das hat dann eine Effizienz. Und das ist die große Motivation da. Ja, auf der anderen Seite, wenn wir sehen, hey, da ist aber dann auch gar kein Mehrwert von dem ein oder anderen Protokoll, gehe ich auf den Onkologen und sage ihm das zumindest, gehe auf ihn zu und sage, hey, da ist noch eine andere Variante in der gleichen Chemotherapieklasse, die ist 15% mehr. Vielleicht ist das doch etwas, wo man drüber legen, ich sehe in der Leitlinie, das ist auch möglich. Vielleicht wäre Ihnen das vorher gar nicht bewusst geworden. Oder auch manche seltenere zusätzliche Medikamente in der Onkologie, die nur bei gewissen Genabschnitten, wenn die denn ausgeprägt sind, angewandt werden. Sowas wird dann auch ausgetestet, aber die werden nicht regelhaft immer gemessen. Das heißt, es gibt auf vielen Bereichen einen absoluten Mehrwert für den Patienten. Ja, das muss man auch sagen, die Tests sind in vitro, aber das ist ein großer Prozentsatz, der das dann im Körper repräsentiert. Das ist der Hauptgrund, warum Schulmediziner, Onkologen häufig sagen, hey, da ist nicht so etwas, wo wir für empfänglich sind. Aber die Erfahrung zeigt, wenn man das mitmisst und dann die entsprechenden Therapien anwendet, und das habe ich schon sehr häufig gemacht, dass in den allermeisten Fällen es auch genauso in die Richtung geht, dass es dann Mehrwert ist, dass es therapieansprechend besser ist, wenn man sich genau daran hält. Super. Jede Schublade öffnen und alles auf den Kopf stellen. Ja. Wenn jetzt aber ein Patient sagt, entscheidet für sich selbst, ich möchte nicht invasiv arbeiten mit der schulmedizinischen Keule, ich möchte meinen Krebs ganzheitlich anschauen und mache jetzt diesen Test und der gibt mir ja ganz viele Parameter, was hätte das von Kurkuma gesagt und. Und dann muss ich eigentlich nur noch einen Arzt haben, der mich begleitet, diesen
diese Ideen, die aus diesem Labor individualisiert zu mir kommen, umzusetzen, oder? Ja, also es braucht natürlich Leute, die sowohl das Netzwerk haben, wo man pharmazeutisch an hochreine Qualitätsprodukte rankommt. Nicht jedes intravenöse, biologische oder natürliche Präparat ist gleichwertig, oder? Da muss man sich gut auskennen. Und wenn man einen Arzt findet, der Kurkuma gibt, dann sollte man fragen, hat er schon mal mehr als 5 Infusionen in seinem Leben gesetzt oder ist das jetzt gerade nur ein Hobby? Es kommt so viel dazu. Ja, die Leute sollten wirklich auch regelmäßig dann auch onkologische Patienten betreuen und eine echte Erfahrung darin haben. Es braucht wie beides, es braucht ein Grundverständnis der Schulmedizin, es braucht die Weisheit, mit den Onkologen kommunizieren zu können, gerne auch im Schriftverkehr. Es ist, man muss ein Wandler zwischen den Welten sein, effektiv ein Brückenbauer. Wenn man so einen gefunden hat, dann ist das schon noch am einfachsten für einen Laien, der einen Tumor hat, dann auch zum Ziel zu kommen, wenn er gerade in den natürlichen therapeutischen Bereich mitgehen möchte. Mhm. Ja, und er muss sauber aufgeklärt werden. Ja. Auch solche haben Nebenwirkungen. Mhm. Ja. Aber das sehe ich so als meine Aufgabe. Und da ist RGCC ein großes Puzzlestück und ist etwas, wo ich denke, jeder wissen sollte, dass es das zumindest gibt und für sich als zusätzlichen Entscheid, für eine Grundlagenentscheid der Therapie, wie mache ich das, kann das zusätzlich mit reinnehmen und da sind wir gerne Ansprechpartner. Mhm. Ja. Also ich habe nur in einem Verzeichnis gesehen, dass die Firma schon in 40, 50 Länder, also eine halbe Welt schon vertreten ist und hunderte von Ärzten auch damit arbeiten. Richtig. Aber für mich als Betroffener ist eigentlich entscheidend, wie komme ich eigentlich zu einem Arzt, der damit arbeitet, diesen Test für mich machen kann und vielleicht die ein oder anderen Tipps mitgibt zwischen Onkologie und freundlicher Kommunikation mit dem Onkologe, wenn es Sinn macht, eben es vielleicht nicht mit diesem Chemo, sondern mit dem zu versuchen, weil dieser Test, wo ich gemacht habe, es eben auf diesen Weg hindeutet. Gibt es ein Verzeichnis? Ja, also wäre ich jetzt Tumorpatient, würde ich zum Beispiel, entweder wenn ich schon einen kenne oder aus dem Bekanntenkreis jemanden kenne, der sagt, der Arzt macht das, würde ich da natürlich direkt anfragen, weil das dann meist auch lokal in der Nähe ist. Wenn man sagt, hey, ich habe jetzt davon neu gehört, ja, dann ist das etwas, da könnt ihr ja hier RGCC die Kontaktdaten einblenden und dann könnt ihr euch dort melden. Und die wissen natürlich auf allen Kontinenten und gerade auch in der Schweiz, wo sind welche Ärzte, mit welcher Fachqualifikation, mit welcher Expertise und Standort. Für mich als Patient wäre also wichtig, hey, muss ich vielleicht nicht zu weit reisen und hey, hat dieser Patient mit der im Umgang RGCC vielleicht schon mehr Erfahrung. Ja. Und dann wird dort ein Mitarbeiter sicherlich das rausgeben. Das war auch immer in Vergangenheit so. Das ist der einfachste Weg. Mhm. Ja, das geht leicht. Dann kann man das dort zuordnen und bekommt man Kontaktdaten. Und genau, also RGCC ist der Marktführer für diese personalisierten sogenannten Chemosensitivitätstestungen, was potenziell dann eben später auch am besten wirkt. Und machen es einfach mit der längsten Erfahrung und ich denke mit am besten. Und deswegen habe ich mich dort auch entschieden, mit RGCC zusammenzuarbeiten und bin bis dato nicht enttäuscht worden. Ich habe auf lokaler Schweiz-Ebene einen Ansprechpartner, selbst über Messenger, wo ich kurz Termine oder kurze Rückfragen abklären kann, europäischen Ansprechpartner und natürlich die Ärzte, die teilweise mit Videokonferenzen machen. Also es ist eine gute Betreuung und es ist ein Service und die Fachlichkeit ist dahinter und das schon seit vielen Jahren. Auch viele eigene wissenschaftliche Publikationen. Ich glaube, das ist eine ganz solide Sache. Also du empfiehlst es jetzt auch allen unseren Ärzten, die jetzt gerade zuschauen, sich unbedingt damit einmal auseinanderzusetzen, um den Patienten noch viel, viel besser begleiten zu können. Korrekt. Und da bekommt man dann einen Login. Man bekommt über Videos, über PowerPoint-Präsentationen, Musterbefunde und anderen Kanälen Lehrmaterial, so dass man sich auch richtig im Detail der Befundung dann hinterher auskennt. Mhm. Und nicht zuletzt das Ärztenetzwerk, auch in anderen Ländern übergreifend, Ärztekongresse, da ist ein reger Austausch, da trifft man sich dann jährlich. Das ist sehr solide und das ist auf einem hohen Niveau. Da kann man mich dann auf jeden Fall für begeistern. Mhm. Ja. Wir haben jetzt das so ein bisschen auf der körperlichen Ebene besprochen. Jetzt gibt ja Krebs, ist die Krankheit mit 1000 Gesichtern und klar kann man mit Kurkuma behandeln und mit diesem und jenes, aber wie sieht's denn aus
wenn man mal die Ernährung anschaut oder ob da noch ein Trauma hier herrscht beim Patienten, so andere Parameter. Bei dir weiß ich gerade, du bist ja einer der Ersten, der überhaupt eine Doktorarbeit geschrieben hat zu CPD. Das finde ich hier auch im Bereich der Onkologie etwas mega Spannendes. Ja, Cannabis. Also, Cannabis, ja. Ist natürlich CBD ein Teil. Dann, also wir hatten über Cannabis und ADHS den Einfluss in einem, da haben wir mit 11 Autoren, da war ich Erstautor, da haben wir sicherlich eine gute Arbeit geleistet. Cannabis ist auch etwas, wo tumorassoziierte gute Wirkungen hat. Da sind auch schon einige Studien zugelaufen. Es wird natürlich nicht regelmäßig mitgeteilt, aber auch dort kann man was Gutes tun. Mhm. Ja. Jetzt sagtest du, hey, da gibt's auch im Traumabereich, Psychotraumabereich oder anderen Dingen gibt's mehr Ursachen auf vielschichtigen Ebenen, wo deswegen sagt man, ein Tumor entsteht multifaktoriell, heißt auf vielen Ebenen. So, da kann ein Tod vom Ehepartner sein. Ich sage mal, da kann jemand sein, wo der Ehemann fremdgegangen ist. Das kann für die eine oder andere Person im Leben eine ganz, ganz wichtige Ding passiert sein. Da hat man eine Familie verloren oder ein Haus verloren oder ein Bankrott der Firma. You name it. Da ist etwas, wo wir immer wieder sehen, dass das sicherlich eine Teilkomponente ist, wo aber in der Wissenschaft eher schwieriger ist, das zuzuordnen, beziehungsweise es nicht gänzlich in die Leitlinien mit einfließt. Es gibt schon noch einige Felder, gerade in der Psychiatrie, wo das mit abgedeckt wird, aber ich denke, es kommt noch zu kurz. Ja. Deshalb sage ich ja, brauchen wir Ärzte, die Brücken bauen, ja, die dieses Wissen zwar haben, nicht überall die Experten sein müssen, aber den Patienten an der Hand nehmen. Mhm. Jetzt gehst du zum Onkologe, jetzt machen wir diesen RGCC-Test, dann in die Ernährungsberatung und dann müssen wir noch zum Psychotherapeutin, um einfach mal zu schauen, wie geht man eigentlich mit der Krebsdiagnose alleine schon um? Ich glaube, das ist ja auch schon eine Diagnose, eine selbstprophezeiende Diagnose, Krebs als Diagnose zu kriegen, dass man auch daran stirbt, weil Krebs und Tod ist heute in unseren Köpfen eins. Ja, das muss nicht mehr sein, oder? Wir haben auch früher gedacht, ein Hepatitis C ist nicht heilbar oder ein HIV ist nicht heilbar oder was auch immer. Es braucht in der Onkologie schon für meinen Geschmack zu lange dafür, dass in anderen Feldern dann so deutliche Erfolge zu sehen sind. Aber es muss kein Todesurteil mehr sein, zumindest bei, ich sag mal, einigen bis vielen der Tumorerkrankungen. Das glaube ich dir sofort, ja. Aber letztendlich ist mein eigenes Kopfkino entscheidend. Ja. Und deshalb brauche ich einen Kommunikator, der sagt, oh, richtig, jetzt haben wir ein paar Baustellen, aber ich bin da und wir gehen den Weg gemeinsam, oder? Genau, das gemeinsame, ich sag mal, dieses gewisse Mentoring, das Anfeuern. Mhm. Ja, ich betreue gerade in Österreich, in New York und in Deutschland gerade ganz intensiv Tumorpatienten, die im Chemotherapieprotokoll drin sind. Wir gucken, dass wir das Nebenwirkungsmanagement ein bisschen optimieren. Und da sind die über Messenger total dankbar, wenn sie mal eben unter Umgehung des Sekretariats von mir Rückmeldung bekommen. Ja. Da denke ich an die eine Patientin, die gerade einen Doppelchemo-Zyklus bekommt, ist jetzt im zweiten Zyklus, läuft immer noch 20.000 Schritte am Tag und ist in der Onkologie dort mit 6 anderen Tumorpatienten und auch im Gespräch dann während den Chemos, da sieht sie den Unterschied. Mhm. Und ihr geht's super. Ja, sie hatte 2 Chemotherapeutika, die beide ganz viel und massiv peripher neurologische Symptome machen, sei es Ameisenläufen, Dysästhesien, Missempfindungen oder. Und da haben wir dann entscheidende Ansätze, wo sie jetzt regelmäßig nimmt. Mhm. Und ich glaube, da kann man auch auf diesem Weg gut helfen, gerade wenn man der Meinung ist, dass Chemotherapie zumindest manchmal eine Bombe platzen lassen möchte, um erstmal das Gros zu vernichten, auch wenn man natürlich gesunde Zellen mitvernichtet und dann kann man vielleicht weicher weitermachen. Ich bin, wie gesagt, ein Verfechter von beiden Welten, wo man sagt, man muss die Brücke bauen. Es gibt in beiden Welten Grenzen. Und wenn man dort beides berücksichtigt, glaube ich, kann man immer gute Kompromisse finden. Aber es heißt auch, dass ich letztendlich das Milieu, das Immunsystem so stärken kann, bevor ich die Bombe zum Platzen bringe. Richtig. Um viel weniger Nebenwirkungen zu haben und der Fall in die Tiefe viel geringer ist. Richtig.
Und das ist natürlich schon ist ein A und O. Das wird in der Tat onkologisch sehr vernachlässigt. Mhm. Vitamine sind dort nicht so sehr gesehen. Mhm. Manche Dinge sind berechtigt. Vitalpilze können Wechselwirkungen machen mit Chemotherapeutika und andere Dinge sind einfach dann auch nicht so gut. Oder auch, ich sag's mal, Vitamin C sollte mal im 24-Stunden-Bereich um eine Chemotherapie sicherlich weggelassen werden und andere klare strategischen Kriterien, damit auch eine Chemotherapeutikum gut wirken kann. Also man sollte, wenn man schon vorbereitet, wissen, was man macht. Man kann auch in dem Mikronährstoffbereich oder natürlichen Bereich ganz klare Fehler machen, die dann eher schädlich sind. Ja, aber wenn man drum weiß, kann man sehr viel vorbereiten, Immunsystem stärken und der Patient geht viel vorbereiteter und gerüsteter da rein und kann das dann auch besser aushalten oder die Mitmachbarkeit des Patienten ist viel besser gewährleistet aus ärztlicher Sicht. Wie geht's deiner Mutter? Meiner Mutter geht's super. Sie kommt halbjährlich zum Check-up. Ich sag's nochmal, sie brauchte 4 Chemozyklen anstatt normalerweise 6 bis 8. Und auch die Strahlentherapie, die im Anschluss dann zur Rezidivsenkung eigentlich notwendig ist, brauchte sie auch nicht. Nebenwirkungen? Nebenwirkungen hatte sie, ja, ja, natürlich. Sie hatte Haarausfall und ein paar Sachen, wo sie dann auch als Frau sagte, musste sie ein bisschen mit zurechtkommen. Ja, aber wir haben sie begleitet. Ist glücklich verheiratet, Papa hat sie aufgefangen und ihr geht super, wir sehen uns regelmäßig, wir sind auch Gott dankbar und ich denke, das ist etwas, wo meine Mutter einer meiner größten Fans jetzt ist, aber ich sage, ich bin kein Herrgott in Weiß, sondern man muss einfach schauen, dass man gewisse Dinge aus beiden Welten anwendet, genau. Mit einer Portion Weisheit. Ja, einfach die Brücke bauen. Korrekt. Die betroffenen Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, die jetzt nicht ärztlich geschult sind, sollten aber vielleicht jetzt auch sagen, ich gehe jetzt zu meinem Arzt und ich möchte, dass er diesen Test macht mit mir, damit er die erweiterten Kenntnisse hat, wissenschaftlich fundiert, wo ich machen könnte, individualisiert, um meine Gesundheit schneller hinzukriegen, oder? Ja. Jetzt muss der Arzt geschult sein, um den Test zu machen oder kann er sich dann einfach auf die Homepage setzen und mal bestellen und Blutprobe schicken oder wie läuft das? Ich würde das so beantworten mit meiner Meinung und was theoretisch geht. Theoretisch kann diesen Test jeder Arzt anmelden. Es wird natürlich schon noch geschaut von dem Team von RGCC, ist das jetzt ein Facharzt, hat der gewisse Grundqualifikationen, also es bleibt auf der professionellen Seite. Meiner Meinung nach muss dieser Arzt, der es macht, ein gewisses Grundverständnis haben für onkologische Patienten. Gerade Hausärzte waren häufig in ihrer Weiterbildung nie in der Onkologie, zumindest nicht über einen längeren Zeitraum, haben auch radiologisch, gerade in der Schweiz braucht es keine radiologischen 6 Monate, um den Internisten zu machen, beziehungsweise in Deutschland wird das gar nicht auf den Internisten anerkannt und so weiter. Ich war auch noch in der Urologie, wo wirklich dann auch häufig auch Tumor das Thema ist. Es braucht jemand, der nicht unbedingt Onkologe ist. Aber zum Beispiel Gynäkologen kennen sich auch gut mit Tumoren aus oder Teilbereiche. Oder jemand, der sonst vielleicht integrativ einfach eine gewisse Anzahl an Patienten hat und der bereit ist, auch so umfangreiche Tests im Detail durchzuschauen und sich da einfach mal in das Thema einzuarbeiten. Wenn man so jemand findet, der auch eine gewisse Eigeninitiative hat, die Schulmedizin auch nicht ganz vernachlässigt und sich in beiden Welten ein wenig zu Hause fühlt, ich denke, dann ist man damit schon gut bedient. Die gibt es zwar nicht so häufig, aber die gibt es. Und das ist so meine Meinung. Ich glaube, da kommt man auch als Patient am weitesten, auch in der Nachbetreuung. Für mich war das jetzt gerade eines der herausragendsten Interviews, die ich machen durfte. Ich glaube, über 4.000 habe ich schon gemacht und das hat mich jetzt total fasziniert, weil es so ein bedeutsamer Mehrwert ist für betroffene Menschen. Und danke, dass du uns das so schön erklärt hast, dass es ich auch verstanden habe. Unsere erste Sendung vor 2, 3 Jahren hatte wie dieses Thema ja auch schon, oder? Habe ich das auch so begriffen, oder? Ja, ich glaube, dass da jetzt einfach die Erkenntnis bei dir gewachsen ist. Danke. Ja, herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle für die Einladung. Super, super. War wichtig. Großartig. Schön, und wir müssen dann wirklich mal noch über Cannabis ein bisschen reden und. Ich glaube, wir haben genügend Munition, um Ihnen noch weitere Informationen von diesem Arzt näher bringen zu dürfen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
das war jetzt wirklich etwas, was mir ganz gut getan hat, Ihnen zu vermitteln. Und ich hoffe, dass Sie diese Sendung weiter verbreiten an Menschen, die gerade betroffen sind, sodass Sie einfach sehen, es gibt noch erweiterte Möglichkeiten der Diagnostik, um noch spezifischer, noch individualisierter hier einen Behandlungsansatz zu vollziehen. Und das würde ich mir ganz herzlich wünschen, wenn das gemacht wird. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.